Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Und dann schauen wir mal, wir müssen natürlich noch ein anderes Gewand anlegen. Ah, das Leopardenmuster sagt mir jetzt nicht so ganz zu. Ich hätte doch lieber wieder meinen Piratenmantel. Ist doch ein bisschen cooler, finde ich. Dann schauen wir mal wieder, was unsere Flotte so vollbracht hat. Müssten heute eigentlich jede Menge Geld mitbringen. 1900. ...2200. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir natürlich zwei Landverbindungen mehr. Aber zuerst mal schauen wir nach unserer Flotte. Die Fregatten reparieren wir natürlich. Weil die, sagen wir mal, nicht ganz so einfach zu ersetzen sind. Und jetzt schauen wir mal. So. Ah, Nordafrika war. Haben wir die andere jetzt schon durch? Oder war das Portugal? Ah, Portugal war das. Die haben wir ja noch gar nicht. Und die ist eigentlich recht simpel. Auf jeden Fall mal, was die Stückzahl angeht. Ja, dann machen wir, denke ich, erstmal Portugal 2 fertig. Dann haben wir hier nämlich alles fertig. Alles klar. So, was haben wir denn da? Ich bin mal gespannt, ob wir das hier schaffen. Eine neue Brig können wir uns natürlich anlachen, das ist kein Problem. Es war jetzt eher unklug für mein Schiff, immer auf das ein und selbe zu schießen. Scheiße. Jawohl, das war schon mal wichtig. Ja, ich würde sagen, wenn er jetzt nicht daneben schießt, geht die Runde an mich. Jawohl. Wir haben zwar eine Brig verloren, aber damit kann ich leben. Wir haben sogar ein Feuerfass erhalten. Sieh an. Wir haben ja trotzdem noch drei Bricks einwandfrei. So, jetzt steht es 2:1. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Hoffe ich zumindest mal. Jawohl. Einwandfrei, das haben wir geschafft. Kein Feuerfass. Verflixt. So, machen wir das hier mal schnell. Wäre natürlich gut, wenn wir hier noch ein paar Feuerfässer. Ah, haben wir noch eins einwandfrei. Und dann sparen wir uns natürlich später immer jede Menge Schiffe. So. Schicken wir gerade das los? Wieso nicht? So, dann haben wir natürlich. Die haben wir jetzt. Hier haben wir noch zwei Stück. Aber 45 schafft keiner von uns. Ah, das hier schaffen wir aber. Machen wir gerade die Route hier auch noch einmal sicher.
Haben wir sonst keine Schiffe mehr? Ja, jetzt können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen aufräumen, was unsere Schiffe angeht. Können wieder zwei Stück kapern. Dabei ist es eigentlich egal welche, weil, wie gesagt, spielt keine große Rolle. Da die eh nur zum Verheizen da sind. Santa Luis, ciao, ciao. Ah, das war jetzt schlecht. Jetzt muss ich es opfern, sonst hätte ich die Schlacht verloren. Das wäre sehr mies gewesen. Naja, gut, jetzt habe ich, glaube ich, vier Schiffe, wo ich wieder in die Flotte reinholen kann. Ja, dann werfe ich, denke ich, jetzt noch gerade das nächste Feuerfass, dann haben wir das hier auch schon. Einwandfrei. So, nach Adam Riese haben wir dann jetzt noch ein Schiff, also insgesamt zwei, außer den Fregatten. So, die Flotte. Ja, vier Stück können wir anheuern. Das bekommen wir hin. Gehe ich mal von aus. Captain steuert. So, dann schauen wir mal, wo wir hin wollen. Ja, eigentlich will ich jetzt erstmal hier den Punkt, den Navassa erobern. Weil dann können wir nämlich gerade nach Kingston, da ist eigentlich viel los. Ah, ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Dann holen wir uns jetzt erstmal die nächste Festung und dann werden wir zur nächsten Mission weitergehen. Und unterwegs schauen wir natürlich, was wir an Schiffen oder sonstigem einsammeln können. Weil dann werden wir, denke ich, heute mal nur diese Festung machen. Und dann schauen wir weiter. Was ist das für ein Hai? Bullenhai, die habe ich aber, glaube ich, schon. Aber dann holen wir unterwegs gerade das Fragment noch mit. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Alle Segel klar zum Setzen. Ah ja, das ist der Hai. Das ist eine Fregatte. Aha. Was hat die denn? Aber so viel Lohnenswertes hat sie jetzt eigentlich nicht. Oh, hier ist ja wieder allerhand los. Na, hier würden wir, denke ich, keinen Stress anfangen. Das könnte doch sehr ungesund für uns werden. Ja, die treten hier immer im Rudel auf seit neuestem. Ich hätte gerne einen Einzelfahrer. Ja, gegen die ganzen hier haben wir, glaube ich, keine Chance. Ah, vielleicht mal, wenn unser Schiff komplett hochgepusht ist. Oh, hier haben wir noch Treibgut. Und schon wieder dieser verdammte Nebel. Ich hasse ihn. Wie sie auf einmal aufhören zu singen, nur weil so eine Insel in Sicht kommt. Richtig goldig. Ihr seht alle Segel raffen!
So. Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Verflixt. So, dann haben wir das Fragment auch mal eingesammelt und dann gehen wir uns jetzt noch die Festung schnappen. Was auch sonst. Auf der Festung werden wir dann aber, denke ich, heute auch verweilen. Also wir werden nicht mehr zum Heimathafen zurückkehren, weil von da werden wir dann wahrscheinlich direkt zur Hauptstory steuern. Oh, was ist da? Was natürlich noch interessant ist, wenn... Was ist das? Moment. Ah, das ist die Schatz... Ah, okay, ja. Was natürlich auch interessant ist, wenn hier vielleicht auch noch irgendwelche Haie sind, die wir... Weil den Weißen brauchen wir, glaube ich, noch. Ah, toll, Kanonenboot. Oh, das... Ist das jetzt eine englische Festung? Da ist die Schwachstelle! Feuer! Runter auf den Grund! Sie bricht auseinander! Das war jetzt nicht so erfolgreich. Ah, meine Feuerfässer sind voll. Stimmt, die sind ja... Ich habe jetzt gedacht, das wären die gleichen wie bei meiner Flotte. Aber das sind ja wieder andere. Ich weiß, mein Fehler. Tut mir sehr leid. Ja, bekommen wir hin. So, da hinten ist schon mal die Festung. Ich kann sie entdecken. Umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Kreuzsegel raff! Holt die Kreuzkopfsegel! Kriegt jeden fetzten Stoff in den Wind! Fetzt! Ich will ja nicht... Oh, leck, Scheiße. Genau reingefahren, war so klar. Aber was die können... Das kenne ich auch. Ja, unser Schiff hält das aus. Hoffentlich. Da ist die Schwachstelle. Laden ab. Herr Captain, eine Salve genau da rein. Erwarten Befehle. Feuer. Schießt dahin, Sir. Feuer. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen die Lage checken, bevor wir uns hier weiter... Hoppala. Was ist denn das? Ich hab nicht gesagt, du sollst stehen bleiben. Ja, die Engländer sind auf jeden Fall... So, wir müssen jetzt das Schiff reparieren. Anders, da gehen wir vor die Hunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die Festung hier doch so stark ist. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Engländer sind auf jeden Fall zähere Hunde wie ihre spanischen Freunde.
Das steht mal fest. Und ich habe gesehen, wir haben da hinten noch ein Schiff zum Entern. Und das werden wir uns natürlich jetzt schnappen. Ah ja, hoppala, wir können hier drauf schießen. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier um das Schiff kümmern. Hoppala. Was, noch keinen von der Crew? Hier war jetzt nicht so die beste Lösung. Hinfort. Mach direkt die Luke wieder zu. Kommt gar nicht erst raus. Umso besser. Ein sehr guter Mann. So, jetzt reparieren wir unser Schiff wieder. Wir müssen natürlich auch den Bekanntheitsgrad verringern irgendwann wieder. Und wir brauchen noch Schiffe für die Flotte. Aber das Fort hier, das hält uns ja noch ein bisschen in Atem. Aber das ist nicht schlimm, den einen Turm hier schaffen wir noch. Und dann kümmern wir uns um die anderen zwei Schiffe. Dann werden wir uns auf jeden Fall reparieren und danach... Hoppala. Jawohl. So, dann haben wir das vorher hier auch schon mal geknackt. Sie geht gleich unter! Alle Segel, sie verträgt das! Ich weiß, also ich muss sagen, die Engländer haben auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf wie unsere anderen Freunde. Wir müssen uns jetzt aber hier noch die zwei Schiffe schnappen. Wenn denn möglich. Weil... Oh, ich habe keine Mörserkugel mehr, das ist schlicht. Aber da hinten ist eine Fregatte, das ist auch schlicht. Ich hoffe jetzt mal, dass die Fregatte das jetzt nicht spitz kriegt. Ah nein, wir sind ja voll repariert. Hm. Ja, die Mannschaft ist natürlich wieder guter Stimmung. Aber ich habe gerade gesehen, wir sind voll... Von der Stärke her brauchen wir eigentlich jetzt auch nichts zu reparieren. Deshalb werden wir jetzt das englische Vor. Mars und Topsegelberg!
Ganzen Männer, Rahmsegel einholen. Und ich muss sagen, die Engländer haben auch schönere Häfen vor den Festungen. Und zack. Natürlich werden wir wie immer auch erstmal nach den Kisten und Fragmenten suchen, weil dann müssen wir das später nämlich nicht mehr machen. Wenn natürlich das eine das andere ergibt, ist das natürlich umso besser. Ah, neue Waffen könnten wir uns eigentlich auch mal zulegen. Da haben wir auch, glaube ich, noch die von ganz am Anfang. Gerade was die Pistolen und so angeht, könnten wir da eigentlich echt mal schauen. Vielen Dank, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Wer hätte das gedacht? Er war sogar wirklich zu was zu gebrauchen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, dann geht's jetzt weiter. Dann holen wir uns erstmal wieder hier die Kiste. Alter, was stimmt mit dir nicht, hä? Hauptsache runterspringen. Hauptsache hinterher runterspringen. Das sind so seine Knöpfe. Ich will nur eigentlich nur wieder hier hoch. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Oben auch noch eine Truhe oder oh. Ja, gehen wir erstmal bei die eine und dann holen wir uns die andere. War dem blöd gelaufen, dass er hier genau mit dem runtergesprungen ist. Das war natürlich sehr doof. Hallo. So, dann haben wir hier noch die nächste Truhe. Ah ja, tatsächlich, ist ganz da oben. Ist jetzt wieder einer runterschießt, ne? Heute hat er irgendwie keine Lust auf die Kisten, hä? Kann Ado. Ah, hoppala. So, jetzt haben wir noch ein Fragment. So, das haben wir auch. So. Ah, was? Aha, wird auch mal Zeit. Freund, nein. Wird auch mal Zeit, Freundchen. Wollte ihm Hauptsache, er wollte. Was? Ich glaube, er hat noch nicht verstanden, dass seine Kollegen kapituliert haben. Tut
Tut mir echt leid, aber wer nicht hören will, muss fühlen. So, mein Freund, hier drin. Du musst ja sowieso sterben. Jawohl, das erste englische Küstenfort ist in unsere Hände gefallen. War auf jeden Fall eine stramme Partie, das muss man ihnen echt lassen. Die Engländer haben doch mehr auf dem Ei wie die Spanier. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Buckelwal, ne? Oh, hier ist noch so viel. Dann sollen wir das nur alles einsammeln. Ja, Buckelwal. Für was brauchen wir nochmal den Buckelwal? Ah, Buckelwal. Ah ja, für Pistolenholster. Einwandfrei. Kaninchen können wir eigentlich auch noch holen und Haitierpelz, das bekommen wir auch sicher irgendwo noch her. Pantherknochen des großen Weißen. Ich würde sagen, es geht so gut voran. Einwandfrei. Ich halte euch in Rücken frei. Ja, ich weiß. Schaue nur gerade, was wir noch zu verkaufen haben, aber ich glaube nicht viel. Ah, lohnt sich beinahe gar nicht. ...15.000. Ich will eigentlich auf das Bordell sparen. Stärke der Feuerfässer. Gut, die habe ich bis jetzt eh noch nicht benutzt. Großartig. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, was das Modell kostet. Aber lassen wir es mal so stehen. Und das nächste Mal werden wir dann mit der Mission weitermachen. Vielleicht uns vorher noch einmal eine Buckelwalhaut jagen gehen, dass wir dann das Pistolenholz da aufwerten können. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao.